Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Markus Evangelium, Kapitel 16, die Verse 15 bis 16, nur heute, geht ja bis Vers 20, das ist der ganze Missionsauftrag. Ich lese euch die Verse 15 bis 16, das reicht für uns heute. Da heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. So, das ist der Text, über den wir in den letzten zwei Sonntagen Predigten schon nachgedacht haben und heute ein drittes Mal uns diesen Versen nochmal widmen. Ich möchte beten und das ist gut, wenn wir nochmal kurz aufstehen. Jesus Christus, in diese Weise drücken wir es aus, dass wir dich lieben, dass wir auch dich ehren und dass wir dich verherrlichen, dass wir alles von dir erwarten, auch wenn wir jetzt das Wort öffnen und es lesen. Ich möchte dich wirklich vom ganzen Herzen bitten, dass du durch deinen Geist redest, Freimütigkeit, Klarheit gibst, nicht nur im Erklären deines Wortes, sondern auch eben im Verstehen deines Wortes. Bestätige es, das, was von dir ist, was wahr ist, was Evangelium ist, bestätige du es in den Herzen, dass es erkannt, geglaubt, gesehen und du darin angebetet werden kannst. Du allein vermagst es zu wirken und dich. Darum bitte ich dich vom ganzen Herzen auch für diesen Gottesdienst und für diese Predigt. Amen. Diese Verse, natürlich Verse 15 bis 20, aber unter anderem explizit jetzt diese beiden Verse sprechen von diesem einen großen Auftrag, den Jesus den Aposteln und somit seiner Gemeinde gegeben hat. Diese Verse lehren uns, warum Jesus die Apostel und somit auch die Gemeinde, die sie dann gegründet haben, warum er sie in die Welt aussandte. Sie sollen nämlich predigen, das ist der Auftrag. Das ist das, was wir im Aktiv und in einem Imperativ in diesem Text haben. Das ist der eigentliche Auftrag. Der eigentliche Auftrag ist, predigt das Evangelium Gottes. Und ich habe mir Mühe gegeben, in den letzten beiden Predigten euch das aufzuzeigen, dass der Schwerpunkt auf der Predigt und gar nicht so auf dem Gehen in diesem Text hier und von der Schrift ist, sondern der Auftrag ist, predigt und zwar was? Das Evangelium Gottes. Warum ist es so wichtig? Weil Menschen nur durch das Hören der Predigt des Evangeliums von Jesus Christus gerettet werden. Das ist der Grund, warum Jesus sie aussendet. Sie müssen predigen, weil Gott beschlossen hat, durch die Torheit der Predigt den Menschen, den Glaubenden zu retten. Das ist die Art und Weise, das ist die Methode, das ist der Weg, wie Gott Menschen rettet. Diejenigen, die das Evangelium hören und in Glaube und Taufe auf diese Predigt reagieren, sagt die Schrift, sie werden gerettet werden. Diejenigen aber, die auf das Hören der Predigt in einem Unglauben reagieren, die werden verdammt werden. Da spielt es keine Rolle, ob sie getauft sind oder nicht, ob sie klein als Säugling getauft sind oder als Erwachsener. Wenn sie nicht dem Evangelium glauben, gehen sie verloren. Wenn sie aber dem Evangelium glauben, gibt es eine Reaktion, und zwar eben der Taufe. Über diese Dinge haben wir letzten und vorletzten Sonntag uns darüber Gedanken gemacht und uns das angeschaut. Liebe Geschwister, das ist hier, die Verse sagen uns, auf welchem Weg Gott dieses kostbarste Geschenk den Menschen anbietet. Das ist den Weg, den er beschlossen hat, auf der Art und Weise, wie er dieses Geschenk eben uns den Menschen präsentiert. Viele wollen den Inhalt, viele wollen Rettung, viele Menschen wollen gerettet werden. Aber nicht vielen gefällt die Verpackung, in das Gott dieses Geschenk der Rettung verpackt hat, eingehüllt hat. Manche hassen das sogar, manche zerreißen diese Verpackung, diese Art der Präsentation des Evangeliums, die wollen es gar nicht haben. Und nicht wenige verleugnen und lehnen auch den Weg, auf dem Weg, den Gott dieses Geschenk anbietet, die lehnen auch das ab. Die Gründe sind dafür vielfältig. Aber ich glaube, und ich möchte mit euch heute über etwas sprechen, dass ich glaube, dass wir Christen selbst oft dazu beitragen, dass nicht nur die Verpackung, auch eben der Inhalt zerrissen und weggeworfen wird. Dass wir Christen oft selbst dazu beitragen, dass der Weg, warum Gott oder auf dem Gott dieses Geschenk anbietet, verlästert wird und eben nicht angenommen wird. Ich möchte etwas ausholen. Ich möchte euch kurz zurückführen zu der Zeit der Reformation. In ein paar Zügen möchte ich euch ganz kurz skizzieren. Nach der tiefsten Dunkelheit der Kirchengeschichte des Mittelalters brach die Reformation auf. Gott schenkte Erkenntnis, eine herrliche Erkenntnis, dass die Rettung allein aus Glauben und nicht aus Werken ist.
Das brach wie das Licht in diese Welt hinein und erreichte viele Menschen. Eine große, herrliche Wahrheit wurde proklamiert, wurde gepredigt, dass es allein die Gnade Gottes ist, dass es der Glaube ist an Jesus Christus ist und dass es all das, was die Schrift lehrt und letztendlich alles zur Ehre Gottes ist. Diese Wahrheit dieses Evangeliums wurde dann in den berühmten 5 Solas zusammengefasst, diese Solas wurden gepredigt, wurden bekannt, wurden bejubelt. Ihr kennt sie, ihr erinnert euch, ich lese euch kurz vor. Also das erste, Sola Fide, allein der Glaube. Dann Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Christus, Solus Christus, allein Christus. Sola Gratia, allein die Gnade. Und Solo Deo Gloria, haben wir euch fast zweimal gehört, gell? Dieses allein zu Gottes Ehre, dieses alles allein, allein, allein. Und diese herrliche Wahrheit, dass letztendlich es eben an Gott liegt und an Gott allein liegt und das eingehüllt in dieses Geschenk, in diese Verpackung von Glaube, Schrift, Christus, Gnade, Ehre, all das dargestellt. Herrliche Wahrheiten, absolut herrliche Wahrheiten. Steh voll dahinter, liebe sie und glaube sie, predige sie. Doch es gibt Menschen, und ich möchte das wirklich so sagen, die in ihrer Unwissenheit, in ihrer vielleicht Unmündigkeit oder in der Kurzsichtigkeit, und ich möchte sogar auch sagen, aber vielleicht auch in einer böswilligen Absicht oder mit einem böswilligen Motiv diese Wahrheiten verdrehen, diese Wahrheiten verkürzen und in diese Wahrheit anders darstellen und dafür eben sorgen, dass diese herrliche Darbietung des Evangeliums, nicht nur die Verpackung, sondern auch der Inhalt eben verlästert, abgelehnt oder eben in Müll geschmissen wird. Petrus spricht darüber, 2. Petrusbrief, dass die Unwissenden, die Schriften zum Beispiel des Paulus, der von dieser Gnade spricht, dass die Unwissenden sie verdrehen. Das heißt, in der Unwissenheit, in dem Unverständnis, was diese Wahrheit ist, wird dieses Geschenk oder diese Verpackung eben verdreht. Inwieweit? Ich möchte euch das in ein paar Beispielen darstellen. Inwieweit wird das verdreht? Es ist absolut richtig, dass es allein an Gott liegt, der uns rettet. Und diese Wahrheit wurde dann in der Reformation so groß gemacht, dass es in Gottes erwählenden Handeln begründet ist. Nun kamen manche Christen zu Überzeugung, sie liebten diese Wahrheiten, sie dankten und predigten diese Wahrheiten, aber sie kamen zu einem Rückschluss, der eben nicht in der Schrift ist und nicht biblisch ist. Ja, wenn das alles an Gott ist, wenn Gott eh alles wirkt und der Menschen eh vor grundlegender Welt erwählt hat, ja, dann müssen wir ja nicht evangelisieren. Dann müssen wir ja gar nicht predigen. Dann müssen wir ja gar nicht gehen. Und es gab nicht wenige, die gesagt haben, das ist nicht unser Auftrag, das ist nicht unsere Berufung. Gott wird schon selber Menschen ziehen, Gott wird schon selber Menschen retten, er wird ihnen selber die Wahrheit offenbaren. Wir brauchen da nichts tun. Im Gegenteil, je mehr wir uns da zurückziehen, je weniger wir dazu tun, wird Gott dadurch noch größer verherrlicht werden, wenn auf einmal Menschen doch zum Glauben kommen. Durch diese Art, durch diese Kurzsichtigkeit oder durch diese Unmündigkeit oder Unwissenheit bezüglich des Evangeliums, der Schrift und der Art und Weise, wie Gott sein Geschenk präsentiert, wird das Evangelium verdreht und für viele ist es lästerlich, für viele sagen, das ist Irrlehre, das ist falsch, das ist böse. Andere beginnen dann zu unterstellen und sagen, ja, diese Lehre, die in der Reformation so neu entdeckt und gepredigt wird, sie macht Menschen willenlos. Sie nimmt den Menschen den Willen weg, sie macht Menschen zu einer Marionette. Wenn Gott eh erwählt, wenn Gott eh er den Glauben gibt, dann welchen Beitrag haben wir Menschen dazu? All diese Dinge kommen und werden dann gesagt. Man wird dann auch dafür angegriffen und dann heißt es, man entzieht den Menschen die Verantwortung weg, in die Verantwortung nicht nur in dem Zeugnis des Evangeliums, sondern genauso die Verantwortung auch im Annehmen des Glaubens bei der Rettung. So diese Lehre entzieht die Verantwortung den Menschen. Also wird dieses Geschenk, das Gott gemacht hat, zusammengeknüllt und zusammen mit dem Inhalt in den Papierkorb geschmissen. Das ist nicht, und ich höre nicht selten, dass Menschen sagen, an so einen Gott kann ich nicht glauben. An so einen Gott will ich nicht glauben. Oder das ist nicht mein Gott. All diese Dinge, diese Verkürztheit des Evangeliums oder ich will es anders sagen, wenn Menschen über das hinausgehen, wenn Christen über das hinausgehen, was die Schrift lehrt, oder wenn Christen das wegnehmen, was die Schrift lehrt, dann entsteht genau das.
Das Evangelium von Jesus Christus wird verlästert und wird zum Hindernis für andere, es anzunehmen und daran zu glauben. Ich möchte, auch wenn ich das ist ein Beispiel, wie dieses herrliche Evangelium durch die Verkürzung über das Hinausgehen, was die Schrift lehrt, in Verruf gerät, obwohl die Schrift so eindeutig sagt, geht hin, die ganze Welt predigt das Evangelium. Wer glaubt, steht ihm aktiv und sich taufen lässt, steht ihm passiv, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Schrift lehrt die Verantwortung des Menschen und dass der Mensch im Glauben eine Verantwortung hat, dieses Gnadengeschenk anzunehmen. Das ist das Zeugnis der Schrift. Das kann man nicht leugnen. Und man verherrlicht Gott nicht, man macht die Gnade Gottes nicht größer, man macht die Erwählung nicht größer, wenn man sagt, hey, je mehr ich mich zurückziehe, umso mehr macht es Gott größer. Paulus würde sagen, das sei ferne. Sollen wir noch mehr sündigen, damit die Gnade noch mehr zunehme? Unmöglich, das ist nicht Gottes Plan, das ist nicht Gottes Wille, das ist nicht, wie Gott es will. Es gibt noch ein anderes Beispiel und auf das möchte ich heute ein bisschen mehr drauf eingehen, das in ähnlicher Art und Weise dazu beiträgt, dass das Evangelium verkürzt dargestellt wird oder ein falscher Rückschluss aus der Lehre der Gnade, aus der Lehre der Erwählung, aus der Lehre allein aus Glauben, aus der Lehre der fünf Solas, dass da ebenfalls ein falscher oder Rückschluss geschlossen wird und das sogar in einer Praxis mündet, die einfach nicht biblisch ist. Auch hier will ich das sagen. Das, was ich euch sage gleich, ist auch wirklich sehr verkürzt dargestellt. Es braucht wahrscheinlich mehr Zeit, das alles im Detail aufzuzeigen. Und auch hier möchte ich sagen, dass es mit Sicherheit auch vieles in falschen Motiven oder in bösen Absichten geschieht, aber genauso vieles aber auch in Unwissenheit, Unkenntnis und einfach in der Kurzsichtigkeit. Ich möchte das nicht pauschal alles als böse und falsch darstellen, sondern ich glaube, dass wir selbst Christen, die wir glauben, oft dazu mitverantwortlich sind, dass bestimmte Wahrheiten verlästert werden, weil wir nicht den ganzen Weg gehen. Die Erkenntnis, die wir bekommen, nicht zu Ende denken und vor allem über die Schrift hinausgehen und am schlimmsten noch etwas von der Schrift wegnehmen. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel nehmen. Da muss ich noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Kirchengeschichte. Und zwar in die Zeit der Kirchenväter Augustinus, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Augustinus, einer der frühen Kirchenväter, kam zu der Einsicht beim Studium der Schrift und durch auch selber durch seine eigene Bekehrung, dass der Mensch von Kind auf, von Mutterleib an verdorben ist. Er nannte das Erbsünde. Er sprach von der Erbsünde des Adams. Eine absolut richtige und wichtige Erkenntnis. Das Verständnis, dass der Mensch von Grund auf verdorben ist. Und diese Erkenntnis ist absolut wichtig, und damit wir das Evangelium verstehen, warum Gott Mensch, Kind werden musste und von Kind auf, von der Geburt an, vollkommen ohne Sünde war, um eben das zu überwinden. Absolut wichtige Erkenntnis. Diese Erkenntnis hatte Augustinus. Nur schloss er daraus, er ging nicht den ganzen Weg und sein Rückschluss, er war kurzsichtig. Es war sehr kurzsichtig und ich sage in seiner Unwissenheit weil er nicht den ganzen Weg gegangen ist, gab es daraus eine falsche Konsequenz und ebenfalls eine falsche Praxis. Was meine ich damit? Augustinus lehrte dann, dass man diese Erbsünde überwindet, wenn man die Kinder, die Säuglinge tauft. Durch die Taufe würde dann die Erbsünde der Kinder in dem Wasser abgewaschen werden. Also so wird Menschen ihre Erbsünde los, indem man sie als Säuglinge tauft. Und dann sagt er, aber welche Rolle spielt der Glaube dabei? Und er sagte, der Glaube würde dann später dazukommen. Diese Position und diese Lehre hat die Kirche und vor allem die katholische Kirche nach langen Ringen hin und her hat sie dann übernommen. So, das wurde dann in einer Synode 418 nach Christus, in einer Synode, ich habe mir aufgeschrieben, von Karthago, 480 wurde zuerst einem Befehl, zu einem Beschluss der Kirche, dass alle Kinder gläubiger Eltern unmittelbar nach der Geburt getauft werden sollen. Sie übernahmen die augustinische Lehre, das heißt Erbsünde, ja, aber sie wird durch die Taufe der Säuglinge abgewaschen. Und ihre Begründung hieß folgendes: um sie der Gefahr der Verdammnis zu entreißen, die ihnen droht, falls sie ungetauft sterben.
Also wenn Kinder ungetauft sterben würden, würden sie in ihrer Erbsünde sterben und sie gehen verloren. Nun nebenbei, was ist mit all den Kindern, die keine gläubigen Eltern haben und sie sterben? Sie sterben einfach in der Erbsünde, aber nur die gläubigen Kinder, die bekommen dann die Chance der Rettung. Die Reformation, anführend wie Luther, Calvin, Butzer, Zwingli, so um ein paar Namen zu nennen. Manche kennen diese Namen, viele anderen vielleicht sind sie neu, aber Luther ist bekannt, oder? Calvin auch, weil es sehr verschimpft ist, wenn man sich einen Calvinisten nennt. So, das sind die führenden Reformatoren, haben mehr, und ich bin davon überzeugt, haben mehr aus strategisch-politischen Gründen und weniger, das heißt nicht gar nicht, aber weniger aus exegetischen biblischen Gründen die Taufe der Säuglinge übernommen in die Reformation hinein. Warum? Warum war das strategisch-politisch? Warum haben sie diese Taufe übernommen? Weil sie fürchteten, wenn sie diese Praxis der Säuglingstaufe aufgeben würden, die Reformation nicht voranschreiten würde, im Gegensatz, sie schaden würde und die katholische Kirche wieder an Macht bekommen würde. Inwieweit? Welche Rolle spielt die Säuglingstaufe bei der Ausbreitung der Reformation aus der Sicht der Reformatoren? Es liegt auf der Hand. Warum? Denn in dem Moment, wo Kinder von klein auf sofort getauft werden, werden sie in eine bestimmte Konfession hineingetauft. Entweder sind sie dann automatisch katholisch oder sie sind automatisch evangelisch. In dem Fall in der reformierten Kirche. Das heißt, würden die Reformatoren eben nicht die Säuglinge taufen, würden das nur die katholische Kirche tun. Also würde welche Bevölkerung wachsen? Die katholische und die evangelische nicht mehr. Abgesehen von den ganzen Landstrichen, die dann eben katholisch wurden oder waren oder evangelisch waren. Und sie waren nicht darum katholisch oder evangelisch, weil Menschen zum Glauben kamen, sondern weil Menschen als Kinder getauft und in diese Konfession hineingetauft worden sind. Damit spielen noch andere Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel Kirchensteuer. Diese ganze Bewegung muss ja finanziert werden. Also das war auch eine Staatskirche. Und so mit jedem evangelischen Kind, und so wurde jeder in diese Konfession hineingeboren und war dann auch schuldig, nämlich die Steuer zu zahlen. In dem Fall an die katholische und an die evangelische. Also die Reformatoren haben gesagt, wenn wir dieses Instrument weglegen, dann stirbt die Reformation in dieser Bewegung aus und die römische katholische Kirche kann das alles tun und wir haben da kein Werkzeug dafür. Also war das eher eine strategisch-politische Entscheidung, weniger eine exegetisch-biblische Entscheidung. Wie konnten sie aber das rechtfertigen? Wie konnten die Reformatoren, die doch genau das bekannten, nämlich allein Christus, Glaube, Gnade und all diese Dinge, die ich gerade, wie konnten sie das aber dann rechtfertigen? Wie biblisch, exegetisch rechtfertigen? Luther unternahm einen Versuch und er erklärte, er löste das Problem und er sagte wirklich, nein, nur der Glaube rettet. Dafür stand ja Luther schlechthin. Nur der Glaube rettet. Aber dann sagt er, und das ist interessant, und er sagte, nicht nur der Glaube rettet, er sagt auch, dass nur der Glaube die Taufe empfange. Als ich das las, habe ich nochmal wirklich nachgedacht, wow, ein gutes Statement, dass der Glaube die Taufe empfange. Nicht die Taufe macht den Glauben, sondern der Glaube macht die Taufe. Das hat Luther behauptet. Aber schaut mal, was er dann gesagt hat. Er hat dann gesagt, aber wer hat von uns schon genug Glauben? Wer glaubt genug? Unser aller Glaube ist doch unvollkommen. Also, wenn wir schon in unvollkommenen Glauben getauft werden, als Erwachsene. Also andersrum, wenn der Glaube das Entscheidende für die Taufe ist, dann dürfte ja niemand getauft werden, weil wir haben ja alle so einen schwachen Glauben. Also sonst darf niemand getauft werden. Also wenn das aber nicht die Entscheidung ist, dann dürfen auch die Kinder getauft werden. Also sprach Luther in gewisser Weise den Kindern einen Glauben, auch wenn einen schwachen. Auf welcher Grundlage auch immer, sprach er einen Glauben ihnen zu. Und er sagte eben, dieser Glaube empfange schon im Säuglingsalter in gewisser Weise die Rettung. Und somit die Vergebung und das Abwaschen der Schuld und der Sünde. Begründet wurde das unter anderem auch später, gerade in der evangelischen Kirche, damit, dass man dann irgendwann mal sagte, ja, der stellvertretende Glaube der Eltern wird den Kindern zugerechnet. Andere dann, der stellvertretende Glaube der Taufpaten wurde dann angerechnet.
Und biblische Begründung war dann unter anderem die Haustaufen, die sogenannten Haustaufen in der Apostelgeschichte, wo es heißt, Lydia oder der Kerkermeister und er und sein ganzes Haus wurden getauft. Und sagt man, aha, guck mal, da haben wir das, da wurden sie getauft, er und sein ganzes Haus. Das war die biblische, nochmal sehr verkürzt, die biblische Zusammenfassung davon. Liebe Geschwister, doch nicht alle in der Reformation, in dem Aufbruch, des glaubten das. Es gab einen Mann, ich möchte einen erwähnen, der ein Mitbegründer der freien freikirchlichen Gemeindebewegung in Deutschland, Schweiz, Holland und dann weltweit mit dazu beigetragen hat. Michael Sattler, sagt euch was der Name? Wenn nicht, dann für all die Baptisten, da müssen wir uns ein bisschen schämen, dass wir unser Erbe gar nicht so kennen. Wir kennen Luther, Calvin, Butzer, Zwingli, aber Michael Sattler sagt uns nichts. War ein Deutscher, war einer aus dem Baden, heute Baden-Württemberg, im Schwarzwald lebte dieser Mann, war ein katholischer Mönch, kommt aus, ich habe es mir aufgeschrieben, aus Rottweil am Neckar. Fahre ich immer wieder vorbei, wenn ich bestimmte Dienste tun. Kam aus Rottweil am Neckar. Dieser Michael Sattler war katholischer Priester, war Mönch, lebte im Kloster und er studierte dann irgendwann mal die Schriften, reformatorischen Schriften von Luther und Zwingli, dem Schweizer Reformator. Und durch diese Schriften entdeckt er den Zugang zu der Schrift selbst und erkannte Gnade, Glaube, all diese Solas. Er brannte dafür, verließ das Kloster, heiratete eine Frau und schloss sich der Täuferbewegung an. Er ging in die Schweiz und schloss sich da der Täuferbewegung an. Also es war nicht der Grund, warum das Kloster verließ, um dann zu heiraten. Es war die Gnade. Aber in dieser Gnade merkte, hey, ich darf doch heiraten. Wie gut ist das denn? Also, und er ging in die Schweiz und suchte Gleichgesinnte, und zwar solche, die in der gleichen Art und Weise, wie er zu der Erkenntnis kamen, dass die Reformation hier etwas übernommen hatte von der katholischen Kirche, was nicht biblisch war. Man nannte diese freikirchliche Bewegung die Täufer. Michael Sattler hatte dann ein Bekenntnis verfasst. 1527 gab es eine Bekenntnisschrift. Und in diesem Bekenntnis haben sich diese wenigen Christen zu der Zeit noch sich positioniert und gesagt, nur die dürfen die Taufe empfangen, die vorher über ihre Sünde, über den Weg der Erlösung, der in Jesus Christus ist, sein Sterben, seine Auferstehung vorher belehrt worden sind. Das heißt, das Evangelium gepredigt worden ist. Und diejenigen, die das im Glauben annehmen, und eine Taufe begehren, hat er gesagt. Das heißt, sie als Zeugnis dieses Glaubens ablegen wollen, denen sollte man die Taufe nicht verwehren. Das war ihre feste Überzeugung. Das heißt, zuerst Hören der Predigt, dann Glaube. Glaube an die Vergebung der Sünden, wenn Jesus gestorben, auferstanden. Und als Reaktion da ein Zeugnis des Glaubens, nämlich in der Taufe. Und sagte, das ist der biblische Weg. Er schreibt so, damit wird jede Kindestaufe ausgeschlossen. Des Papstes höchster und erster Gräuel. So hat er es genannt. Des Papstes größtes, erstes Gräuel. Könnt ihr euch vorstellen, wie dann der Papst reagiert hat? Sehr. Wut in Brand wurde diese Bewegung verfolgt. Wurde er verfolgt. So musste er fliehen, unter anderem eben gesagt, in die Schweiz. Und als er da in Genf ankommt, in der Schweiz ankommt, wurden sie wieder vertrieben. Und wisst ihr von wem? Von Zwingli, von dem Reformator. Zwingli hat sich so dafür eingesetzt und wirklich auch da entstand eine große Verfolgung, nämlich nicht nur von der katholischen Kirche, sondern genauso auch von der reformatorischen Kirche. Luther, Calvin, Butzer, Zwingli, alle, sie hassten die Täufer. Volle Wut in Brand haben sie Schriften geschrieben und gegen sie gewettert. Sie haben sie vor Gerichte gezerrt und bis zum Tod verfolgt. Und diesen Teil der Geschichte, der ist in den wenigen bekannt. Und wir als, sag ich mal, mit dem baptistischen Erbe, sollten das schon ein bisschen kennen. Sie wurden wirklich bis in den Tod verfolgt. Liebe Geschwister, als ich mich vorbereitete und die Punkte anschaute und auch das Bekenntnis von den Täufern, habe ich gedacht, würde ich 500 Jahre, circa 500 Jahre früher leben, hätte Gott mir die gleiche Erkenntnis gegeben, die ich hier heute habe, hätte ich den gleichen Glauben und würde ich das gleiche predigen, was ich heute predigen würde, ich würde nicht mehr leben. Nicht nur ich würde nicht mehr leben, wir können als Gemeinde uns hier nicht versammeln.
Wir dürften nicht an unser Gemeindehaus evangelische Baptistengemeinde schreiben. Wir würden verfolgt werden und wir müssen sterben. Knapp vor 500 Jahren ist es, gerade mal da ist es her. Und von wem würden wir verfolgt werden? Nicht nur von der römisch-katholischen Kirche, sondern genauso von der reformierten Kirche. Sie, die Solas preisen, die Gnade preisen, den Glauben hochhalten, die von der Erwählung reden. Michael Sadler wurde gefangen genommen in Rottweil am Neckar, vor das Gericht gestellt und zum Tod verurteilt. Wisst ihr, was die Strafe war? Er wurde auf den Marktplatz geführt und ihm wurde die Zunge abgeschnitten. Er wurde dann auf einen Wagen genagelt und mit heißen Eisen geschlagen. Das heißt, Leib verbrannt. Also gefoltert mit heißen Eisen. In feuerheißen Eisen wurde geschlagen. Nachdem die ganze Folterprozedur durch war, hat man ihn auf den Scheiterhaufen gebracht und verbrannt. Und wisst ihr, für was? Ich lese euch die Anklagepunkte vor. Er war ungehorsam dem Kaiser gegenüber. Warum? Weil er sich weigerte, oder weil er gesagt hat, ich höre nicht auf, das zu predigen. Er leugnete die Gegenwart Christi im Sakrament. Das heißt, er sagte, dass diese Sakramente wie Abendmahl, Taufe, Ölung, Firmung, all das, dass nicht die Menschen rettet, das ist nicht der Mittel der Gnade, sondern allein der Glaube. Das war die Anklage. Das zweite, er lehre, die Kindertaufe rette nicht. Er verwerfe das Sakrament der Ölung. Das heißt, wenn Menschen kurz sterben, bekommen sie vom Priester eine Ölung und dadurch bekommen sie die Gnade und die Rettung. Er lehre und verachte die Mutter Gottes und die Heiligen. Das heißt, er hat gesagt, die Mutter Gottes ist nicht die Mittlerin, sondern Jesus. Und die ganzen Heiligen, der ganzen Heiligenkult, das ist Götzendienst. Er lehre die Verweigerung des Eides. Er lehre und er setze eine neue Form des Abendmahls ein, bei dem Brot von einem Teller und Wein aus einem Kelch getrunken wird. Das war ein Anklagepunkt. Noch zwei. Er hat seinen katholischen Orden verlassen und geheiratet und behauptet, dass es rechtmäßig sei. Und das Neue Testament, eine erzwungene Ehelosigkeit verdamme. Und das Letzte, er lehrte, man sollte nicht gegen die Türken kämpfen. Ja, Wehrdienstverweigerer. Ja, nicht Menschen töten. Türken standen davor und jetzt muss man mobilisieren und sagt, nein, wir kämpfen nicht, wir bringen niemanden um. Er lehrte die Trennung von Kirche und Staat. Er sagt, man kann nicht in gleichem Maße Gott dienen, in der Gemeinde und zugleich in der Welt, im Staat. Das ist ein Widerspruch. Wir können das nicht tun. Da müssen wir töten, da müssen wir all das tun. Er lehrte die Trennung von Kirche und Staat. Liebe Geschwister, das ist der Grund, warum dieser Mann, Michael Sadler, merkt euch den Namen, warum er umgebracht wurde. Zwei Tage später wurde seine Frau im Neckar ertränkt, zusammen mit vielen anderen Täufern. Warum? Weil sie nicht bereit war, diesen Glauben aufzugeben. Das sind Märtyrer. Das sind die, von denen Jesus sagt, viele von euch müssen nur sterben, Offenbarung Kapitel 6. Um des Namens und um des Zeugnisses Jesu willen. Die Reformation war gezwungen, schnell machen. Die Reformation war gezwungen, sich zu positionieren. Nochmal eine Flut an Schriften, eine Verdammungsschriften gegen alle Täufer. Sie bezeichnet sie als Ketzer, als Antichristen, als Irrlehrer. Es ging durch. Und zwar alle Reformatoren. Ob Zwingli, ob Luther, ob Calvin, ob Butzer, spielt keine Rolle. Alle sagten, das ist eine Irrlehre. Und man muss sie verfolgen und man muss sie ausrotten. Doch nicht alle Theologen haben die gleiche Begründung aufgestellt. Warum? So, das Hauptargument war, das größte Gräuel ist ja die Säuglingstaufe, die Kindertaufe. Luther ging seinen Weg der Argumentation zusammen mit Melanchthon und so weiter. Und Calvin und Zwingli, die beiden, die in der Schweiz arbeiten, die Reformatoren, die für die Schweizer reformatorische Bewegung zuständig waren, sie gingen einen anderen Weg. Es ist sehr interessant zu wissen, dass zum Beispiel der Reformator Zwingli, Ulrich Zwingli, näher bei den Täufern theologisch war als Luther und andere.
Zum Beispiel Zwingli, dieser Reformator, hat gesagt, dass die augustinische Lehre, dass die Erbsünde von Kindern durch die Taufe abgewaschen ist, hat er sogar als einen Aberglauben bezeichnet. Nun nebenbei, viele von den Punkten, für die Michael Sadler starb, da sind die Reformatoren voll dabei. Die waren die Ersten, die das proklamiert haben. Aber wenn es darum ginge, ihre Feinde zu beseitigen, dann waren sie gut genug. Zwingli ging einen anderen Weg. Er behauptete, dass weder das Abendmahl noch die Taufe ein rettendes Sakrament ist. Er sagte, nein, das kann nicht retten. Weder das Abendmahl noch die Taufe kann Menschen retten. Aber er unterschied zwischen der Wirkung des Geistes und dem Ritus als Zeichen. Er sagte, das heißt, dass der Geist Gottes Menschen rettet. Aber das, was der Geist wirkt in der Taufe, das symbolisiert dann die Wassertaufe oder das Abendmahl. Also Zwingli sagte wirklich, dass das Abendmahl oder die Taufe eigentlich ein Zeichen ist, ein Symbol. Und man denkt, das ist doch gut, oder? So gar nicht weit weg von den Täuferbewegungen war er, wahrscheinlich näher als er dachte und näher als er wollte. Warum aber lehnt er trotzdem die Säuglingstaufe nicht ab? Warum tat er das nicht? Warum brach er nicht mit dieser Tradition? Und das lag wirklich, und das sind Bekenntnisschriften, es lag darin, dass er genauso wie Luther Angst hatte, dass die Reformation in der Schweiz aussterben würde und nicht voranschreiten würde, würden sie die Säuglingstaufe aufgeben. Es war mehr strategisch, es war mehr politisch, als es biblisch-theologisch war. Aber man muss das ja biblisch-theologisch belegen. Man muss eine theologische Grundlage legen, warum man es trotzdem dann praktiziert. Und sie fanden, wie gesagt, einen anderen Weg. Ich hoffe, das ist nicht so arg Geschichtsschreibung. Aber wir sollten doch unser Erbe ein bisschen kennen, damit wir es verstehen. Dieser Zweig der Reformation hat eine andere theologische Grundlage gefunden. Und zwar haben sie gesagt, dass die Taufe ein Bundeszeichen ist. Zwingli und Calvin lehrten, dass die Taufe ein Bundeszeichen ist in der Parallele zu dem Bundeszeichen des Alten Testaments. Was meinten sie damit? Sie sagten Folgendes, dass so wie Gott dem Abraham im Alten Testament gebot, dass alle seine Nachkommen, die in seinem Haus waren, beschnitten werden sollten und dadurch eben Anteil an diesem Bundesvolk und an dem Bund Abrahams hätten, so durch die Beschneidung. So ist die Taufe im Neuen Testament das Bundeszeichen, ein Symbol, dass die Kinder der Gläubigen ebenfalls in das Bundesvolk hineingetauft werden. Also so wie Abraham seine Kinder beschneiden musste und sie Anteil hatten an seinem Volk, so müssen die Gläubigen des Neuen Testaments ihre Säuglinge nicht beschneiden, sondern taufen und so bekommen sie Anteil an dem neuen Bundesvolk, an dem neuen Bund. Das ist ihre Argumentation. So begründeten sie die Säuglingstaufe. Also hier geht es nicht mehr um das Abwaschen der Erbsünde und so, sondern hier geht es, ein Siegel zu bekommen, ein Zeichen zu bekommen, dass die Kinder von Anfang an zu der Bundesgemeinde dazugehören. Und sie sahen das als einen guten Weg, die Lehre der Gnade groß zu machen. Die sahen das als einen guten Weg, die Lehre der Erwählung groß zu machen. Inwieweit? Weil sie sagten, was können Kinder dazu beitragen, dass man sie tauft? Was? Nichts, oder? Also ist das doch ein gutes Zeichen, die Erwählung zu proklamieren und die Gnade groß zu machen. Wenn die Kinder nichts dazu beitragen, ja genau darum geht es doch in der Lehre der Erwählung, darum geht es doch in der Gnade. Also, wenn wir sie taufen, dann verherrlichen wir die Erwählung, dann verherrlichen wir die Gnade. Wie kurz. Man könnte argumentieren, so wie in Römer Kapitel 9, Paulus sagt über Jakob und Esau, oder? Die im Mutterleib schon von Gott erwählt worden, da haben sie noch weder Gutes noch Schlechtes getan, oder? Da könnte man sagen, ach guck mal, Gott hat sie erwählt von Mutterleibe an. Das ist doch egal, ob sie Gutes und Schlechtes getan haben. Aber liebe Geschwister, welchen Weg musste Gott mit Jakob gehen, um ihnen dann Rettung zu schenken? Wir erinnern uns den Kampf in Jabok, was Jakob tun musste, um die Erwählung festzumachen, um die Erwählung zu bestätigen, Buße tun, bekennen, er ist ein Sünder, daran denkt man nicht. Ich möchte, dass nur heute, in der verbleibenden Zeit, möchte ich euch etwas mit euch anschauen, ob diese Argumente, ob diese Art und Weise wirklich die Lehre
der Gnade groß macht oder eben nicht. Und ich meine, dass wenn man über das hinausgeht, was die Schrift lehrt, oder das rausnimmt, was die Schrift sagt, dass man dieser Gnade und dieser Rettung, diesem Geschenk Gottes und der Verpackung keinen Dienst tut. Im Gegenteil, man schadet es. Es wird dadurch verlästert. Haben die Reformatoren es gut gemeint? Natürlich, die wollten, dass die Bewegung sich ausbreitet. Aber da kann man nicht die Verpackung ändern. Man kann es nicht anders, man kann nicht etwas reinlegen, in der Hoffnung, es wird nicht abgelehnt. Wir müssen bei der Schrift und in der Schrift bleiben, nicht über das hinausgehen und nichts hinzufügen, nichts wegnehmen, was die Schrift sagt. Ich möchte euch nochmal ausgehen von Markus, jetzt eine lange Einleitung heute, vom Markus-Evangelium nochmal sagen, wenn Jesus uns nicht ausgesandt hätte, wenn er die Apostel nicht ausgesandt hätte, und zu sagen, geht hin und predigt, Wenn Gott beschlossen hätte, seine Erwählten, ohne uns zu retten, warum der Auftrag? Wir haben hier eine Verantwortung. Die Verantwortung ist im Predigen. Wenn aber die Menschen die Predigt nicht annehmen müssen, warum dann der Auftrag glaubt an das Evangelium? Warum steht das auch im Aktiv, die da glauben und getauft werden, werden gerettet werden? Der Mensch hat den Auftrag, die Verantwortung im Lehren, im Predigen. Das ist der einzige Weg, auf dem Gott Menschen das Geschenk anbietet, auf keinem anderen. Und er hat genauso die Verantwortung, es im Glauben anzunehmen. Ist das ein Widerspruch mit der Lehre der Erwählung? Absolut nicht. Ist das ein Widerspruch zu der Lehre der Gnade? Absolut nicht. Nur dann, wenn man den Weg nicht zu Ende geht. Wenn man die Schrift nicht als Ganzes wahrnimmt, sondern diese Dinge einfach rausnimmt. Was meine ich damit? Gott hat beschlossen, ich will es so formulieren, Gott hat beschlossen, seine Kinder, die er vor Grundlegung der Welt, auf die Art und Weise zu retten, indem er ihnen das Evangelium predigt und sie dann positiv auf das Evangelium reagieren. Das ist die Methode Gottes. Er macht aus ihnen keine Marionette, weil sie erwählt sind, ich glaube, ich muss glauben, sondern woran erkennt man, dass jemand von Gott erwählt ist? Wenn er das Evangelium hört und glaubt, das ist ein Kennzeichen, dass ein Kind Gottes ist. Was sagt Jesus? Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Er sagt nicht, meine Schafe folgen mir und dann hören sie meine Stimme. Es beginnt, meine Schafe hören meine Stimme. Die sind in der Lage, meine Stimme zu hören. Meine Schafe, die werden meine Stimme hören und dann werden sie mir folgen. Johannes Kapitel 10. In Johannes Kapitel 8 erklärt Jesus das vorher und sagt er, warum hört ihr nicht mein Wort? Er redet zu den schriftgelehrten Pharisäern. Und er sagt, weil ihr aus dem Teufel seid. Und dann sagt er, wer hört aber sein Wort? Die aus Gott sind. Das heißt, die aus Gott sind, die sind in der Lage, die Predigt zu hören und an die Predigt zu glauben. Da wird die Erwählung wirksam. Gott macht die Erwählung wirksam in der Predigt, in der Torheitenpredigt. Menschen hören eine Botschaft, die ihnen nicht gefällt. Die hören das auf eine Art und Weise, die ihnen nicht gefällt. Sie müssen stundenlang da sitzen und das hören. Die wollen nach Hause gehen. Warum glauben trotzdem Menschen? Weil Gott darin wirkt, weil er sich dazu stellt. Das ist seine Methode. Das ist die Art und Weise, wie er das Geschenk präsentiert. Das ist der Weg, auf dem er dieses Geschenk seinen Kindern anbietet. Gott macht den Menschen, liebe Geschwister, nicht willenlos. Es ist nicht so, dass Gott bei der Bekehrung den Willen des Menschen übergeht. Nein, Gott befreit den Willen des Menschen, dass er glauben kann. Der Wille des Menschen ist verfinstert, er ist unter die Sünde, er ist verkauft. Der Mensch ist getrieben und beherrscht von dem Fürsten der Macht, der Luft und Geistes. Das heißt, damit der Mensch das Evangelium erkennen kann, damit er es glauben kann, muss Gott in seinen Willen befreien, er muss Licht schenken. Geht mit mir in 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1. Darum, da wir diesen Dienst haben, Paulus spricht über diesen Auftrag, geht hin und predigt. Sagt, da wir diesen Dienst haben,
weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermahnen wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Das heißt, wir haben einen Dienst, einen Auftrag zu predigen. Und wir machen das nicht, wir überlegen, oh, wie können wir es verfälschen? Wie können wir das so hinterlistig, das so anbieten? Wir machen das Essen, dann grillen wir, dann singen wir ein paar Lieder. Und wenn sie unaufmerksam sagen, hey, weißt du was? Jesus ist toll. Oh ja gut, dann nehme ich ihn mal mit heute. Nicht mit Arglist. Wir manipulieren nicht Menschen, um sie zum Glauben zu führen. Wir verfälschen das Wort nicht, indem wir Dinge dazu tun oder wegtun. Das machen wir nicht, sagt er. Sondern was machen wir? Wir verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wir predigen einfach die Wahrheit. Wir müssen es nicht verfälschen. Gott wird dafür selber sorgen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir müssen es nicht so anbieten, dass es ihnen gefällt. Schaut mal Vers 3. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Wenn Menschen nicht glauben, dann hat es einen Grund, die sind verblendet. Nicht, weil wir das Wort so gut oder nicht gut darstellen. Daran liegt es nicht. Darin ist nicht die Wirkung. Schaut mal Vers 5. Denn wir predigen, das ist der Auftrag, das ist der Dienst. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als unseren, als den Herrn, uns aber als eure Sklaven, um Jesu willen. Nochmal, was ist der Inhalt der Predigt? Was nicht verfälschen? Wir predigen nicht unsere Gedanken, nicht unsere Motive, nicht unsere Vorstellung, nicht unsere Art der Darbietung. Wir predigen Christus. Wir sind Sklaven, wir haben nichts zu sagen, wir sagen nicht, wie das passieren soll. Wir predigen Christus, das ist unser Job. Wir verfälschen das Wort nicht. Worin aber liegt die Hoffnung? Schaut mal Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist, der in unsere Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wie kommt es, dass Menschen dieser Predigt glauben? Gott gibt Licht. Gott schenkt Licht. Er befreit Menschen aus ihrer Verfinsterung, aus ihrem Unglauben, aus der Unfähigkeit, überhaupt zu erkennen. Das ist die Gnade. Das ist das Werk Gottes. Andersrum, die Verantwortung ist bei den Menschen Glaube. Aber dass der Mensch glaubt, muss Gott wirken und ihm den Glauben schenken. Das heißt, er muss seinen Willen freimachen, damit er glauben kann. Ich kann euch viele Menschen sagen, die mir sagen, Willi, ich würde gern glauben, ich kann nicht. Sie können nicht, die sind gefangen. Wenn Gott nicht die Freiheit zum Glauben gibt, kommt keiner zum Glauben. Das heißt, die Verantwortung ist beim Menschen, Glaube. Aber die Verantwortung beim Gott ist, ihm die Augen dazu zu öffnen. Wie macht das Gott? Geht mit mir in Kapitel 5 weiter. Paulus spricht über die Sehnsucht abzuscheiden, beim Herrn zu sein. Dann spricht er darüber in Kapitel 5, Vers 10, dass alle Menschen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Okay? Jeder Mensch, und darum ist es wichtig, wie willst du vor Gott erscheinen? In Gerechtigkeit oder in Sünde? Und jetzt schaut mal Vers 11, was er dann sagt. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, das heißt, dass jeder vor dem Richterstuhl Christi erscheinen muss, heißt es, so überreden wir Menschen, Gott aber sind wir offenbar. Weil wir wissen, was die Menschen erwarten. Was sagen wir? Ja, Gott wird schon die seinen Erwählten retten. Überreden wir Menschen. Schaut mal, was sein Antrieb dafür ist. Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns. Und dann erklärt er das Erlösungswerk Jesu in den folgenden Versen. Und schaut mal Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Darum geht's. Wenn du nicht in der neuen Schöpfung vor Gott erscheinst, das war's. Und jetzt Vers 18. Alles aber von Gott. Okay? Es ist Gott, der alles wirkt. Was alles? Wir lesen. Der uns mit sich selbst versöhnt hat. Und durch Christus. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen die Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gegeben hat. So sind wir nun Gesandte,
Also, nachdem Gott alles getan hat, die Erlösung komplett vollbracht hatte, sagt er, geht, wir sind Gesandte, wir müssen gehen. Und was ist unser Auftrag? Schaut mal Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen. Nicht versöhnt euch, das hat Jesus getan. Gott hat selbst das getan. Unser Auftrag ist nicht versöhnlich mit Gott. Unser Auftrag ist hinzugehen und sagen, es ist alles vollbracht, bitte nimm's an. Das ist unser Auftrag, denn auf diesem Weg und nur auf diesem Weg wird Gott Menschen retten. Und jeder, der im Glauben das annimmt, wird Rettung finden. Geht mit mir in den Römerbrief. Römerbrief, da müssen wir ein bisschen zurück. Römerbrief, Kapitel 10. Nein, Kapitel 8. Ist ein bisschen vorher. Kapitel 8. Bekannte Verse. Ich lese ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Kennen wir, oder? Alles, was geschieht, im Leid, in all diesen Dingen. Am Freitag sprachen wir darüber. Im Anleid, das wird dazu beitragen und das wird uns zum Guten dienen. Was ist das Gute? Paulus spricht darüber in Vers 29. Denn die er vorher, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist der Grund, warum die Dinge mit uns passieren, die passieren. Gott gebraucht alles, um uns in das Bild Jesu Christi zu verwandeln. Wer sind diese Menschen? Er spricht von denen, die er vorher erkannt hat. Wann vorher? Vor Grundlegung der Welt. Das ist, was die Reformatoren als Vorherbestimmung oder Erwählung nannten. Nicht nur die, sondern auch in der Schrift steht es. So, Gott hat also vor Grundlegung der Welt Menschen erwählt, die sollen Jesus in das Bild Jesu verwandelt werden. Und jetzt schaut man Vers 30, auf welchem Weg? Vers 30, die aber er vorherbestimmt hat, wann war das? Vor Grundlegung der Welt. Die hat er auch berufen, wann war das? In der Welt. Das hat was mit dem Ruf zu tun. Das heißt, die Erwählten sollen die Berufung hören. Sie müssen von dieser Berufung erfahren. Es muss ein Ruf ergehen. Eine Berufung. Darum sind sie gesandt in diese Welt. Sie müssen davon hören. Gott will dich in das Bild Jesu verwandeln. Und jetzt schaut mal. Die er aber berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Guckt mal, der Weg ist nicht, Gott hat erwählt, dann hat er gerechtfertigt, dann hat er berufen. Nein. Er hat erwählt, dann hat er gerufen, dann hat er gerechtfertigt. Warum ist die Reihenfolge? Nämlich die diesen Ruf angenommen haben, die diesen Ruf gehört haben und geglaubt haben, hat er ihnen es zu Gerechtigkeit gerechnet. Und wenn er jemand gerechtfertigt hat, wird er dann verloren gehen. Schaut man das Letzte, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Seht ihr den Weg? Das ist der Heilsweg. Vorherbestimmung ja, aber diese Vorherbestimmung wird wirksam wie? In dem Ruf. Darum müssen die Jünger gehen und predigen, damit die Kinder Gottes, die auf der ganzen Welt unter allen Nationen und Sprachen zerstreut sind, diese Berufung hören und die Seinen werden auf diesen Ruf positiv reagieren. Auch wenn er so Tor ist und so ein Ärgernis und so schlecht verpackt und all. Sie werden sagen, oh, danke für dieses Geschenk. Sie werden es annehmen. Noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Ich habe noch ein, zwei Sachen. Geht mit mir in die Apostelgeschichte. Ich möchte euch aufzeigen, dass der Weg, wie Gott die Erwählung wirksam macht, nicht den Willen des Menschen übergeht. Ihn nicht aus der Verantwortung herausnimmt, sondern mit hineinnimmt. Er befreit Menschen, er gibt ihm durch seinen Geist die Fähigkeit und die Möglichkeit, die Erkenntnis, das Evangelium zu verstehen und daraufhin die Entscheidung zu treffen, es anzunehmen. Nochmal, Gott befreit den Willen des Menschen. Wir reden immer alle vom freien Willen des Menschen. Der Mensch, der von Grund auf, von Natur aus, ist verdorben und ist verkauft unter die Sünde. Ihr kennt das doch. Wer will von euch gerne sündigen?
Die wenigsten, es gibt ein paar, ich hoffe hier keiner. Warum tut man es, gell? Verkauft unter die Sünde, es sei denn, man wird freigekauft davon. Ich will nicht sündigen, ich tue es trotzdem. Das, was ich nicht will, das tue ich. Was ich will, das tue ich nicht. Das ist ein Mensch, der unter die Sünde verkauft ist. Wille hin, Wille her. Gott muss den Menschen rauskaufen, dass er nicht nur will, sondern auch kann. Das ist ein Gnadenakt Gottes an uns Menschen. Aber er nimmt uns damit hinein. Er befreit unseren Willen, dass wir glauben, dass wir glauben. Apostelgeschichte 2. Im schnellen Durchgang durch ein paar Stellen der Apostelgeschichte. Wir sind mitten in Jerusalem. Petrus hält die erste Predigt, oder? Schaut mal, was dann passiert, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber spricht zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Und so viele daher Gott hinzurufen wird. So, was passiert als erstes? Petrus hält eine Predigt. Dann heißt es, die das hören. Das zweite ist, sie hören diese Predigt. Als drittes, es dringt ihnen durchs Herz. Was glaubt ihr, wer das macht? Es ist der Geist Gottes, der ihnen das Herz öffnet. Dass sie auf einmal ihre Schuld, ihre Sünde und die Ungehorsamkeit, sie erschrecken, sie erkennen ihre Sünde. Das ist das Wirken des Geistes. Und was ist ihre Reaktion? Die sagen, ja, was sollen wir tun? Wir wollen gerettet werden. Da sagt Petrus was? Tut Buße. Dann kommt Hören, Glauben, dann kommt Buße tun und dann und lasst euch taufen. Gebt Zeugnis von eurem Glauben ab. Jetzt sagen manche, ah, da heißt doch, und euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Ah, da haben wir doch eine Begründung für die Kindertaufe. Also nicht nur die Männer in Jerusalem, sondern auch die Kinder dürfen dann getauft werden. Liebe Geschwister, aber welche Verheißung gilt ihnen? Hören, glauben, Buße tun und getauft werden. Das heißt, die Kinder, wenn es um die buchstäblichen Kinder geht, dann müssten sie doch den gleichen Weg gehen wie sie auch. Und ich belege das mit Vers 40 und folgende. Und mit vielen anderen Worten legt er Zeugnis ab und ermahnte und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ist der Bußruf, das ist die Berufung, die Predigt. Lasst euch retten, lasst euch retten. Und dann heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Wer ließ sich taufen? Die sein Wort aufnahmen. Was muss also vor der Taufe kommen? Hören und es annehmen. Und dann kommt die Taufe. Wie kann man vorher das Zeugnis der Rechtfertigung annehmen, in einen Bund hinein verleiht werden, Glied der Gemeinde werden, befreit von Sünden bekommen, ohne dass man hören konnte, ohne dass man bekennen konnte, ohne dass man glauben konnte? Wie geht das? Das ist nicht biblisch, definitiv nicht biblisch. Alles andere. Geht mal in Kapitel 8. Die Gemeinde wird zerstreut. Das ist von Jerusalem, geht das über Samaria, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Letzte Predigten haben wir uns das angehört, was das bedeutet, was dieses Gehen bedeutet. Das heißt, die Mission beginnt nicht am Ende der Welt, sondern es durchdringt die ganze Welt. Und es beginnt bei uns hier vor Ort in Jerusalem und es dringt durch bis in die ganze Welt. Also Jesus sendet die Seinen in dem Fall durch Zerstreuung. Vers 4, Kapitel 8 heißt es, die Zerstreuten gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging und hinab in die Stadt Samaria und predigte ihnen Christus. Okay? Wieder predigen. Was predigen? Christus. Vers 12, schaut die Reaktion. Als sie aber den Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen. Die ließen sich nicht taufen und dann hörten sie sich eine Predigt und dann kamen sie zum Glauben. Sie hören die Predigt, sie glauben der Predigt, dann lassen sie sich taufen. Das ist, was wir in Markus 16, Vers 16 haben. Die glauben und taufen werden gerettet werden.
Geht mal mit mir weiter, Kapitel 8, ab Vers 26. Ich lese euch aber erst einen Vers weiter. Philippus hat jetzt nicht nur in Samaria gepredigt, Philippus geht weiter. Jesus sendet ihn nämlich jetzt zu einem Äthiopier. Aber ja, ihr wisst ja, auf welchem Kontinent das ist. Das Evangelium breitet sich weiter aus. Also soll er auch da predigen. Und er erklärt ihm von Jesaja das Evangelium von Jesus Christus. Herrliche Auslegung. Schaut mal Vers 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Wiederum, zuerst Predigt von Jesus Christus. Vers 36. Als sie aber auf dem Weg vorzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Okay? Und was würden wir sagen? Was hindert dich, getauft zu werden? Philippus gibt eine Antwort. Leider, in meiner so guten Elberfelder Bibel steht es in der Fußnote. Das ist ein Ärgernis für mich. Vers 1. In der Fußnote heißt das, was Philippus darauf geantwortet hat. Vielleicht steht es in eurer Bibel oben. Philippus aber sprach zu ihm: Wenn du vom ganzen Herzen glaubst, ist es erlaubt. Das ist die einzige Bedingung, das ist die einzige Voraussetzung. Welche? Glauben. Also wenn du aber nicht glaubst, dann ist es dir nicht erlaubt. Die Taufe, der Glaube empfängt die Taufe, so wie Luther sagt. Aber der Glaube muss vorangehen, dann hindert ihn nichts. Guck mal, wusste er viel? Er wusste nur, Jesus Christus ist sein Erlöser, oder? Er ist das Lamm Gottes, das für ihn geschlachtet ist. Das hat schon gereicht, oder? Aber das ist das Entscheidende. Das andere ist Unterweisung, Lehre, Tiefe, Breite, Höhe, Länge. Das ist das Entscheidende. Jesus ist der Herr, ist der Erlöser. Und ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist. Das reicht. Wenn du das glaubst und das bekennst, bist du gerettet. Geht mal mit mir in Kapitel 10. Petrus ist in dem Haus Cornelius, wieder ein Heide. Er hält die nächste Predigt. Und dann heißt es, Vers 43, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt nach seinem Namen. Also Petrus predigt, glaubt an Jesus. Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle. Das heißt, sie hören, der Geist kommt und öffnet ihre Herzen. Dann schaut man Vers 47. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser wehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben? Hören, Glauben, Empfang des Heiligen Geistes, Taufe. Nächste Stelle, schnell. Apostelgeschichte 16. Ich nenne euch diese Stellen, warum? Weil all diese Stellen und vor allem diese Stellen dazu gebraucht werden, um die Säuglingstaufe zu belegen. Jetzt kommt so eine Haustaufe. Schaut mal, das Evangelium breitet sich weiter aus. Jetzt geht es nach Europa. Paulus kommt nach Europa und er trifft dort die Purpurhändlerin Lydia. Okay. Habt ihr schon gehört, gell? Kennt ihr. Schaut mal Vers 14. Und seine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkämmerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und so weiter. Man sagt, guck mal, wir haben in der Apostelgeschichte eine Stelle, da wurde nicht nur Lydia, sondern auch ihr Haus getauft. Würde ich nur das euch vorlesen, als sie aber getauft wurde und ihr Haus, dann sage ich erstmal, das ist weder eine Stelle für noch dagegen. Denn diese Stelle sagt nichts von Kindern, oder? Wir wissen nicht, war sie verheiratet, hatte sie Kinder gehabt, keine Kinder, wir wissen es nicht. Wir können aber auch nicht sagen, da waren keine Kinder. Das heißt, diese Stelle ist erstmal kein Beleg für oder dagegen, Vers 16, 15. Aber Vers 14 sagt, wie kam das dazu zu der Taufe? Paulus predigt, Lydia bekommt von Gott das Herz aufgemacht. Als sie dann das glaubt, wird sie getauft. Und zwar auch die, die im Haus sind. Was bedeutet das, die im Haus? Geht mal Kapitel 16, Vers, die letzte Stelle in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 30. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Gott befreit sie auf wundersame Art und Weise. Der Kerkermeister hat zuerst Angst,
Dann wird ihm das Evangelium verkündigt und er kommt zum Glauben. Auch diese Begebenheit ist euch bestimmt ein Begriff. Schaut mal Vers 30. Und er führte sie hinaus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Schaut mal, was sie sagen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Was sagen sie nicht? Lass dich taufen und du wirst gerettet werden. Oder glaube und lass dich taufen und du wirst gerettet werden. Das sagen sie nicht, sondern glaube. Denn warum? Weil man wird gerettet allein aus Glaube. Das ist die einzige Grundlage. Jetzt passiert Folgendes. Das ist Vers 32. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt. Nee, ich muss noch Vers 31 noch lesen. Entschuldigung. Glaube an den Herrn Jesus Christus, du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Aha, guck mal, wenn der Gefängniswärter glaubt, dann wird er gerettet. Und dieser Glaube wird sogar für sein ganzes Haus gültig, gell? So wie bei Abraham. Abraham glaubte und dann das ganze Volk beschnitten. Ah, das ist der Weg. Wo lehrt die Schrift, dass wir stellvertretend für jemanden glauben können? Oder wo ein stellvertretender Glaube von irgendeinem Menschen einen anderen Menschen retten kann? Ist das das Evangelium? Jetzt wird erklärt, was es bedeutet. Glaube und du wirst gerettet, du und dein Haus. Jetzt wird es uns erklärt. Wir müssen es genau hinschauen, da heißt es. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Wie wird er und sein ganzes Haus gerettet werden? Wenn er und sein ganzes Haus was bekommt? Die Predigt vom Evangelium. Das ganze Haus muss hören können. Also rannten sie oben, wenn Babys da waren, Säuglinge, 8 Tage alt, weckten es auf, setzten das in Maxikosi. Und du musst hören. Die Kinder müssen sitzen. Lesen wir weiter. Vers 33. Und er nahm sie in jener Stunde in der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen zugleich. Wer ließ sich taufen in diesem Haus? Ist doch offensichtlich. Die, die das Wort Gottes hörten und im Glauben darauf reagierten. Ist es so schwierig? Eigentlich nicht, oder? Steht's da? Ich denke schon. Menschen werden nicht gerettet dadurch, dass sie irgendein Werk tun, und sei es das Werk der Taufe. Dadurch Menschen werden durch Glauben gerechtfertigt. Die Taufe ist die Folge, ist die Konsequenz. Die Taufe ist das Zeugnis davon. Eine Sache noch, und ich weiß, ihr gestern denkt, ich komme nie wieder hierher. Das Gute ist, dass der Herr zieht. Ich muss euch noch eine Sache sagen, weil ich nicht nächsten Predigt da nochmal einsteigen möchte. Jetzt nur in diese Begründung. Was hat es mit dieser Beschneidung? Ist die Taufe ein Bundeszeichen des neuen Bundes? Wenn man schon so argumentiert, dann denke ich ein anderes Zeichen. Dies ist der Kelch, meinem Blut, des neuen Bundes. Als Jesus das Abendmahl einsetzt oder es verheißt, da spricht er von einem Zeichen und er redet von seinem Kelch und sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, oder? Nun, dass natürlich aber das Vergießen des Blutes nicht weit von der Bedeutung der Taufe entfernt ist, denn er spricht auch darüber, dass er gestorben ist und wir mit ihm gestorben sind und mit ihm auferstanden sind. Dass wenn jeder, der im Geist Gottes in den Leib Christi hineingetauft worden ist, in seinen Tod und seine Auferstehung. Von daher passt es natürlich mit der Taufe. Denn die Taufe symbolisiert diese Heilshandlung. Könnt ihr mir folgen? Jetzt ist das Argument, und dann lasst mich das noch kurz, ich hoffe, ihr seid nicht zu müde, um das zu verstehen. Jetzt schaut mal. Abraham bekommt den Auftrag zur Beschneidung. Wann hat er ihn bekommen? Wann hat Gott dem Abraham gesagt, er soll sich beschneiden lassen? Hat Gott gesagt, Abraham, beschneide dich und dann glaube mir. Oder bekam Abraham die Beschneidung als Folge, als Zeichen seines Glaubens? Wo finden wir das? Römer Kapitel 4.
Paulus argumentiert und sagt, es war doch von Anfang an immer die Reihenfolge. Glaube, dann Gerechtigkeit, dann ein Zeichen. Und dann nimmt er Abraham und sagt, wie war es bei Abraham? Wann hat Gott ihm die Beschneidung gegeben? War das nicht so, er glaubte und dann gab Gott ihm als Zeichen der Gerechtigkeit die Beschneidung. Das heißt, selbst wenn man sagt, die Beschneidung ist analog zu der Taufe, dann muss man diese Analogie auch mal herstellen. Und die Analogie bei Abraham ist, Glaube, dann Beschneidung. Das war bei Abraham so. Das heißt, zuerst muss der Glaube kommen und dann das Bundeszeichen, wenn die Taufe ein Bundeszeichen wäre. Das zweite Argument. Abraham sollte wen beschneiden? All seine Kinder. Warum? Warum sagt er nicht, und all deine Kinder, die glauben, musst du beschneiden? Wir haben im Alten Testament, liebe Geschwister, wie oft schon gelernt, ein Schatten und Bild, oder? Der zukünftigen Dinge. Schaut mal, wie kommt man im Fleisch in das Volk Israel hinein, in das Volk Gottes, in den Bund des Alten Testaments? Gott gibt dem Abraham Auftrag und sagt, beschneide alle, die in deinem Haus geboren sind und du und die als Sklave gekauft sind. Soll alle beschneiden. Wie wird man ein Nachkomme Abrahams nach dem Fleisch? Wie? Man muss vorher was? Geboren werden. Oder? Macht das Sinn? Du kannst niemanden beschneiden, der vorher nicht leiblich zur Welt gekommen ist. Du kannst nichts beschneiden, wenn vorher keine Geburt stattfand, oder? Also zuerst Geburt, leibliche Geburt, dann Beschneidung, dann Bundesvolk, oder? Logisch. Wie ist es aber im neuen Bund? Kommen wir in den neuen Bund automatisch, wenn wir im gläubigen Elternhaus zur Welt kommen? Werden wir Christen, weil wir geboren werden in einem evangelischen oder katholischen Land? Wir werden doch Christen oder Kinder Gottes, haben Anteil an neuen Bund, wie? Auch durch eine Geburt, oder? Welche Geburt? Die geistliche. Und ist jedes Baby, das in einem christlichen Elternhaus zur Welt kommt, ist er automatisch wiedergeboren? Das ist doch unmöglich. Die Analogie ist die, die in dem Haus Abrahams geboren sind und zum Abraham gehören, die bekommen ein Zeichen, dass sie dazugehören. Die Analogie für das Neue Testament ist, die von Gott in seinem Haus geboren sind, bekommen das Zeichen, dass sie dazu gehören. Aber wie wird man geboren? Wie? Aus Glauben. Hören der Predigt, annehmen der Predigt, Buße tun. Das ist der Weg, oder? Niemand wird automatisch als Baby geistig wiedergeboren. Ich habe darüber nachgedacht. Was ist, wenn ich als christlich, geistlich wiedergeboren, geistlich Kinder zeugen könnte? Das kann ich nicht, oder? Welcher von euch kann geistliche Kinder zeugen? Das kann nur Gott. Ich schließe so. Wie können wir Kindern ein Zeugnis ihrer Wiedergeburt bescheinigen, von denen wir gar nicht wissen, ob Gott sie erwählt hat? Wie können wir das tun? Woher, andersrum, woher wissen wir, dass jemand erwählt ist? Gott gibt uns ein Zeugnis davon. Wie? Menschen hören das Evangelium und kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Wem soll ich das Wasser nicht verwehren, dieses Zeichen? Die Gott als seine Erwählten bestätigt hat. Wie? Durch eine geistliche Wiedergeburt. Die Lehre, dass die Säuglingstaufe ein Bundeszeichen und somit die Erwählung verherrlicht, ist viel zu kurz. Ja, in Unwissenheit und schadet mehr dem Evangelium, als es Segen bringt. Es verpackt das mit einer anderen Verpackung und fühlt und tut noch etwas hinein oder tut etwas raus aus diesem Geschenk. Ich weiß nicht, ob ich euch überzeugen konnte. Und wenn ich euch nicht überzeugen musste, Gott sei Dank. Ich glaube an die Erwählung vor grundlegender Welt. Ich glaube an die Gnade. Ich glaube, dass es allein aus Glauben, nicht aus Werken ist. In Christus Jesus, so wie die Schrift sagt, und nur zum Preis seiner Herrlichkeit. Das bedeutet aber nicht, dass ich die Verantwortung des Menschen im Predigen und im Glauben ablehne. Das ist unsere Verantwortung. Darum gibt es die Gemeinde hier vor Ort. Das ist unsere Berufung. Das ist Markus 16, Vers 16, 15, 16. Geht hin
predigt das Evangelium, damit wer glaubt und getauft, gerettet wird. Das ist unser Auftrag.